Der Stand der HIV-Therapien hat sich in den letzten 10 Jahren sehr stark geändert, nachdem 1997 ein Durchbruch erreicht wurde. Die Therapien wurden wirksamer, die Patienten müssen viel weniger Pillen zu sich nehmen und die Therapien wurden sehr gut verträglich. Die häufigsten rechtlichen Probleme von Menschen mit HIV sind im Arbeitsbereich zu verzeichnen. Dann sind Privatversicherungen ein großes Problem, weil Menschen mit HIV nicht aufgenommen werden oder nur mit Vorbehalt. Oder dann auch zu nennen sind Schwierigkeiten in der Wiedereingliederung oder Einreiseverbote oder Einreisebeschränkungen in diverse Länder. Actuellement, il n'y a pas moyen de guérir le HIV. Plusieurs études ont été entreprises dans ce but et aucune n'a rencontré de succès. Il y a des nouvelles informations, des nouvelles pistes qui sont actuellement suivies, donc il faut qu'on reparle de ça dans 4 ou 5 ans, mais pour le moment, on ne peut pas guérir du HIV. Mit den jetzigen Therapien können wir das Virus derart gut unterdrücken, dass es über Jahre, und wenn die Patienten es gut einnehmen, die Therapien über Jahrzehnte, das Virus so unterdrückt, dass praktisch keine Viren mehr kopiert werden. Das heißt, der Körper kann sich wirklich erholen, auch das Abwehrsystem, das Immunsystem, sodass der Körper wieder resistent, das heißt gestärkt ist gegen übliche Infektionen oder auch seltene Infektionen und Tumoren. Heute lebe ich sehr gut mit HIV. Ich habe seit 3 Jahren eine sehr gute Therapie, die bei mir von Anfang an sehr gut eingeschlagen hat. Ich habe keine Nebenwirkungen, ich bin gesund, ich kann alles machen, was ein anderer Mensch auch machen kann. Mit meinen Mitmenschen habe ich eigentlich kein Problem, weil ich sehr offen mit der Situation umgehe und immer alle informiere. Eigentlich geht es mir gut. Wie mit anderen Menschen mit jeder anderen chronischen Krankheit auch. Die Frage der Schuld, wer ist jetzt schuld, dass ich mit HIV leben muss, das ist ein Problem. Und für mich ist am Anfang, habe ich mir so einfach gesagt, ja, ich bin selber schuld, ich hätte ja einen Gummi benutzen können. Also ich habe mich nicht geschützt und darum bin ich jetzt HIV-positiv, das ist die Strafe. Die Vorurteile gegenüber HIV sind leider immer noch die gleichen wie vor 25 Jahren. Es ist Randgruppenkrankheit, es sind nur die Homosexuellen, es sind nur die Prostituierten, die sich damit anstecken. Immer noch wird die Frage gestellt, wie hast du dich angesteckt, obwohl man genau weiss, wie man sich ansteckt. Das ist einfach immer ein Vorurteil in den Köpfen der Menschen, dass man das eine chronische Krankheit ist, die man sich holt und die man nicht einfach überkommt. Und ich versuche einfach mit meiner Offenheit und Ehrlichkeit die Diskriminierung abzubauen und zu sagen, hallo, es ist, jeder von uns hat irgendwo in einem Land, wo er kein Wasser ab dem Hahn trinken getrunken und hat sich Hepatitis geholt. Und genau so ist es eigentlich beim HIV auch. Was mich bewegt, ist schon die ganze Diskriminierungsgeschichte. Die läuft eben schon auf 2 Ebenen. Also einerseits gibt es wirklich Diskriminierungsvorfälle, wo Leute diskriminiert werden, weil sie HIV-positiv sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben uns, wo wir uns selber stigmatisieren. Mir wird oft gefragt, was können nicht betroffene Menschen machen, um Betroffenen das Leben einfacher zu machen. Und ich würde eigentlich die Frage gerne umkehren, was können wir Betroffene machen, um nicht Betroffenen das Leben einfacher zu machen. Nämlich aufzustehen, rauszugehen, zu zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind, mit einer chronischen Krankheit wie alle anderen auch. Und dass sich die Nicht-Betroffenen überhaupt nicht scheuchen und keine Angst haben vor uns, weil wir beißen nicht, wir können niemanden anstecken mit Schwätzen, mit der Hand schütteln oder was auch immer.